Alex Nitache kriegt genau. Für seine Pferdübung eine 12-4-5, damit aktuell Platz 4. Und wir sehen Solin Chiodi. Mit einer Flop-Sequenz. Schöckli A, zweite Zurückwandern. Großen Wände und musste leider das Gerät verlassen. Hat man ein bisschen schon beim Ansatz gesehen. War etwas hektisch. Aber wer bin ich, das zu erzählen? Spielst du auf deine Porsche-Pferd-Skills an? Ja, ich spiele da ein bisschen auf meine fehlenden Porsche-Pferd-Skills an. Ich sag mal so, bei dir geht es ja dann schon auch langsam Richtung Olympia und es ist ein Teamwettkampf. Insofern könnte ja sein, dass du da ein bisschen geschont wirst. Sollte ich mich qualifizieren, würde ich wahrscheinlich am Porsche-Pferd geschont werden. Ja. Natürlich dann Abgang nochmal als D. Schade mit dem Sturz. Aber auch er vom Typ nicht unbedingt Pferdturner. Sehr kräftig. Aber das sind komischerweise die meisten Amerikaner. Ja, da haben wir noch ein paar Beispiele bei den Senioren dann dabei. Wobei, muss ich sagen, die türkische Mannschaft, die ist da ganz weit vorne. Gut, aber die türkische Mannschaft sind auch Ringespezialisten ja. dabei. Zwei Weltmeister, ein ehemaliger ja. und amtierender. Weil wenn man jetzt im Verhältnis zum Beispiel, der ja auch mit im Team ist, Ferhat Adikan nimmt, ja. der ist nicht so ein Atze. Nee, aber der ist auch sehr gut am Bach. Sehr gut am Barren, sehr gut auch am Pauschenpferd. Und am Reck. Hat am Sprung auch ein eigenes Element tatsächlich. Mittlerweile nicht mehr, aber hatte. Aber um auf dich nochmal kurz zurückzukommen, wenn jetzt Pauschenpferd nicht so dein gutes Gerät ist, wie müsste es dann eigentlich um deine Oberarme bestellt sein, umgekehrt? Ja, sollte eigentlich ganz gut um meine Oberarme bestellt sein. Und so. Ja, mit der Wertung von Solen Chiodi, die ich wirklich da